Die heutigen Themen: Yamaha und Honda planen gemeinsames Projekt, Custom Bike Ballistic Trident, Sam Pro und mehr. Okay, zugegeben. Bis zur Entwicklung einer Yamaha Fire One wird es wohl noch dauern, aber Yamaha und Honda sprechen wirklich über eine Zusammenarbeit und über gemeinsame Projekte. Geplant ist eine Entwicklung einer Klasse 1 Maschine für den japanischen Markt. Das sind Roller mit bis zu 50 Kubik oder Elektromotoren bis 0,60 kW. Da wie auch hier die Anforderungen an Motoren immer strenger werden, wollen sie zukünftig gemeinsam daran arbeiten und letztlich auch einen Scooter auf den Markt bringen. Beginnen soll es bereits damit, dass sie die Roller des entsprechenden Mitbewerbers zum Kauf anbieten. Ganz offiziell als OEM, also als Original Equipment Manufacturer. Ziel ist es, die technischen Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu stemmen. Katsuaki Watanabe, Managing Executive Officer and Director Yamaha Motor. Wir glauben, dass unsere gemeinsamen Aktivitäten, die mit der OEM-Allianz beginnt, über den Rahmen einer einfachen Produktlieferungsallianz hinausgehen wird und die zukünftige Motorradkultur Japans ausmachen wird. Wie findest du die Zusammenarbeit? Hättest du dir das vorstellen können? Roughcrafts aus Thailand haben Hand an eine MV Agusta Brutale 800 RR angelegt. Das Ergebnis ist schon sehr außergewöhnlich. Die Front ist heruntergezogen und verdeckt einen Großteil des Vorderrads, wobei das Windschild sehr niedrig gehalten ist und auf Tankhöhe abschließt. Verantwortlich hierfür ist Vince Nye, den der ein oder andere dieses Jahr am Glamsec 101 gesehen hat. Er erschuf die Ballistic Trident. Inspiration waren Bilder aus früheren Rennsportzeiten. Die Mülleimerverkleidung an der Front sollte die größte visuelle Referenz werden. Das ist gelungen, denn das sticht wirklich ins Auge. Mülleimerverkleidungen können sehr gefährlich sein. Seitenwind kann zum Sturz führen und der Lenkeinschlag ist begrenzt. Daher hat Ye sie recht kompakt gehalten und an der Gabel verbaut. Sie bewegt sich also mit den Lenkbewegungen und bleibt nicht starr. Verwendet wurde hierfür übrigens Carbon. Ansonsten ist die Ballistic Trident im typischen dunklen Ye-Design. An der Technik der Brutale wollte er nichts ändern. Das Display ist allerdings auf den Tank gewandert. Was hältst du von dem Carbon-Mülleimer? Wer von euch kennt Sam Crow? Die Serie Sons of Anarchy über den gleichnamigen Motorradclub kann ich wirklich nur empfehlen. Intrigen, Gewalt, Drama, gute Zeiten, schlechte Zeiten für Männer. Leider wurde die Serie mittlerweile abgeschlossen. Fans dürfen jetzt aber auf ein Spin-off hoffen. Es wurde angekündigt, einen Piloten zu drehen, der in der Zeit vor Jax Teller spielt und den Mayans MC im Fokus hat. Drehstart ist im März. Geschrieben wurde der Pilot von Kurt Sutter und Elgin James. Sutter hatte die ursprüngliche Serie erschaffen und damit dürfte ein Erfolg schon fast garantiert sein. Erfolg ist hierbei nämlich ausschlaggebend. In Amerika ist es üblich, vor einem möglichen Seriendreh einen Piloten auszustrahlen. Nur wenn diese Pilotfolge erfolgreich ist, wird die Serie letztlich gedreht. Wer jetzt Lust auf Sam Crow bekommen hat, findet in der Videobeschreibung Links zur kompletten Staffel. Auch edle Sammlerboxen werden hier angeboten. Die Serie ist auf jeden Fall einen Blick wert. Das letzte Hard-Enduro-Rennen in diesem Jahr war das Roof of Africa. Alfredo Gomez hatte am Donnerstag einen untypischen Auftakt und erreichte nur den 11. Platz. Am Freitag konnte er aber 10 Minuten aufholen, was ihn wieder zu einem potenziellen Siegerkandidaten machte. Am finalen Tag machte er aber einen erschöpften Eindruck, wogegen Jarvis noch frisch wirkte. Außerdem kennt Jarvis den Kurs und die Gegebenheiten besser. Das Rennen war ein Zweikampf der beiden, wobei Jarvis das Rennen verwaltete. Schließlich endete es nach 3 Tagen und gut 400 Kilometern trotzdem extrem knapp, mit einem Abstand von nur 9 Sekunden.
Yavis hat das Roof of Africa gewonnen. Platz 2 Alfredo Gomez, 3 Scott Bouvier, 4 Travis Teasdale, 5 Beck Usaid und Andreas Lettenbichler erreichte den 8. Rang. Danke fürs Schauen. Gern dürft ihr das Video durch Klicken auf einen Daumen bewerten und den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Die Motorradnachrichten erscheinen jeden Montag und Freitag. Bis dann. Ciao.